So, willkommen zum zweiten Teil. Pippi ist auf dem Weg zum Ausrüstungsdock, um unsere beschädigte Nemesis zu reparieren. Und in der Zwischenzeit haben flott die Jungs und Mädels hier angefangen, die Station anzugreifen. Ich sehe es ja jetzt derzeit nicht, aber ich sehe auf jeden Fall, dass da kräftig sich gewehrt wird von Seiten der Station. Hier sieht man es auch, ne? Die Schilde werden richtig eingedeckt. Ich hoffe nur, dass die kleinen Schiffe genug Schaden anrichten können, um die Verteidigungssysteme zumindest zu schwächen. Jetzt kommen auch die Zerstörer. Und die Zerstörer sind meistens so ein bisschen doof. Also die stellen sich auch gerne mal so richtig schön quer, damit sie richtig schön die ganze Breitseite abbekommen. Ich hoffe nur hier, die bewegt sich immer ein bisschen schneller, weil wir wollen ja da jetzt auch ein bisschen mal, wir müssen da jetzt mitmachen. Aber mit einem schwer beschädigten Schiff, respektive schwer beschädigter Hülle, halten wir nicht mehr sehr viel aus. Und deswegen nützt es nichts. Also ich habe mir auch schon überlegt, hier in der Nähe, in diesem Sektorenbereich, nicht unbedingt hier, aber vielleicht hier, wäre es vielleicht sinnvoll. Das Schiff wird bald abdocken. Ja, ich weiß, Schatz, ich weiß. Ja, hier wäre es vielleicht sinnvoll, eine Schiffswerft zu bauen. Erstens gibt es hier in der Nähe keine Schiffswerften. Hier gibt es höchstens in unmittelbarer Nähe hier dieses Ausrüstungsdock. Hier ist natürlich Raumdock und Schiffswerft. Aber wie gesagt, hier in diesem kleineren Sektor nicht. Und hier im Nachbarbereich ist auch nichts dergleichen. Und ich glaube, das könnte sogar ein richtig gutes Geschäft werden. Doch Gemach! Zunächst muss erstmal Matrix 451 unschädlich gemacht werden. Und das stellt eine große Herausforderung dar. Meine Flotte ist jetzt auch nicht riesig. Ich bräuchte für diese Aufgabe eigentlich 4 große Flottenverbände, bestehend aus jeweils um die 60, 70 Schiffe. Dann könnte ich eigentlich die beiden Stationen dort parallel angreifen. Beziehungsweise eine Flotte jeweils kümmert sich um die Station, die andere greift alles an, was sich da versucht zu nähern, und dann dürften auch solche Stationen relativ wenig entgegenzusetzen haben. Aber das ist eben auch alles eine Frage der Zeit. Also die expandieren ja weiter, ne? Beziehungsweise versuchen es. Und entweder ich habe genug Kohle und kann mir die Schiffe kaufen, die ich brauche. Ich habe das mal so überschlagen, es dürften so ungefähr, naja, 150, 200 Millionen sein, die mich das kosten würde. Oder halt, ich baue sie selber. Aber dann dauert es natürlich entsprechend, obwohl es mich dann kostet, es mich zwar nichts, aber es dauert natürlich dann ein bisschen länger, weil ich nicht so viele Schiffswerften habe. Und die, die ich habe, müssen ja nebenbei auch noch ein bisschen Geld verdienen. Und bauen und reparieren natürlich auch die Schiffe von anderen Fraktionen, die bei uns eben landen oder eben Bauaufträge erteilen. Ne? Und wir brauchen ja halt ein bisschen Geld nebenbei. Und da ist es immer so eine Sache des Abwägens. Ne? Ich bin auch keine Priorität unbedingt. So, Schatz. Hier ist auch ganz schön gefeite hier. Wo bist du nur wieder, ey? Gott, das geht mir so auf den Sack. Früher hast du da immer sofort dein Schiff, wo du drin bist, drauf gehabt. Eigentlich so, wie es sein muss. Wer kappelt denn sich hier? Das Ministerium und? Ein Pack der grünen Schuppe. Ein Behemoth. Ja. Ich habe ja hier auch noch eine Enter-Operation, ne? Wenn ich das auf aktiv setze, guck mal. Da ist der Hevas Zwilling mega groß auf einmal. Und das ist die eigentliche, der eigentliche Sektor, ne? Ich war ja schon mal hier gewesen, also habe mir das angeguckt, wie weit das ja weg ist. Ja, das sind ein paar tausend Kilometer.
das ist jetzt nicht unbedingt meine Richtung, ne? Vor allen Dingen, da müssen ja, da, ich meine, die Schiffe, die ich dafür abstellen würde, für die Enteroperation oder abgestellt sind schon, eigentlich, Behemoth und sowas, ne, oder auch mal der, oder auch ein Raptor, ne, die sind ja nicht wirklich so schnell, ne, die fliegen so mit 1600, 1700 Metern pro Sekunde und Pippi, Mensch, wir haben's eilig, du doofe Kuh, das ist kein Autoscooter, das ist kein Pottrenner, sagen wir's mal so. Ja. Erreiche System. Matrix. Und noch eine Tüte voll, ja. 5, 1. Oh, ich sehe schon, da ist ein K-Schiff. Was mich nicht wundert. Nemesis, Verteidiger. So, Pippi, danke fürs Bringen. Nee, hä? Das ist, sah aus wie ein K-Schiff, oder? Oh, ja, weg. Wir sind noch nicht mal da, oder? Ja, doch, wir sind da. Ja. Mein Gott, ey, die Station hat kaum Schaden. Und die hier, die stehen irgendwie bloß doof rum. Was ist hier Phase? Warum greifen die hier nicht an? Das hier sollt ihr gar nicht mehr machen hier. Entfernen alle Aufträge, so. Und jetzt? Koordiniert doch mal den Angriff und greift doch mal an. Wo seid denn ihr? Da sind wir ja. Mein Gott, ist das dunkel hier. Macht mal einer das Licht an. Ja, siehst du, jetzt, wenn ich da bin, werden auf einmal die Schiffe zerstört, ne? Vorher kein Feedback, kein gar nichts. Alter. Ja, wer ballert denn hier jetzt? Jetzt kommen auch auf einmal ganz plötzlich die Verteidigungsdrohnen. Die waren die ganze Zeit doch weg. Ja. Vielleicht soll ich aus dem Sektor raus, ne? Da läuft es vielleicht besser. Sobald ich da bin, das habe ich auch mal gemerkt. Sobald ich da bin, kriegen wir richtig in die Fresse, ne? Vielleicht ist meine Anwesenheit einfach, vielleicht macht das meine Leute nervös oder so, ich weiß es nicht. Ja, aber die waren doch vorher nicht da. Okay, wartet mal, Leute, dann machen wir das mal anders, da brechen wir das hier mal ab. Weil jetzt kommt nämlich genau das, was ich erwartet habe. Irgendwie, jetzt landen die wieder. Das ist natürlich scheiße. Wieso landen die? Ich habe eigentlich alle Aufträge abgebrochen. Da landen die wahrscheinlich erstmal random. Obwohl die eigentlich hier entferne alle Aufträge. So, jetzt nochmal. So. Greife Ziel in Reichweite an. Ja. Irgendwie machen die das aber nicht. Was macht der hier jetzt? Nachtlicht haut ab. Ich würde auch gerne mal wissen, wie die Schildsituation aussieht. Ja, die Passagiere interessieren mich gar nicht. Das sind nutzlose Informationen hier. Von einem Schlachtschiff möchte ich wissen, was dieses Schlachtschiff für eine Schildgedönse hat hier, wie das aussieht. Okay, ist alles voll. Warum haust du dann ab? So. Ja, also der Raptor hier, der ist schon ziemlich... Also entweder ist der ist beschädigt, ja. Aber irgendwie hat er auch nicht so richtig Lust hier. Guck mal, was die anderen machen. Was ist dein... Greife Ziel in Reichweite an, ja. Ja, hier, jetzt sind hier keine, weil die nämlich schon wieder ewig und 3 Tage gebraucht haben. Und eigentlich, jetzt müssen sie hierher gehen. Die sind auch auf einer ganz anderen Höhe hier, ne? Okay. Ja, das wird ein bisschen tricky hier.
Okay, das ist die andere Station. Ah. Ah, ich muss das wirklich hier. Ich muss das hier mal. Das ist ziemlich unübersichtlich hier, ne? Aber die Station kriegt auf jeden Fall Schaden. Das Ding ist halt einfach nur, dass eben auch die kleinen Schiffe hier angegriffen werden müssen, die Verteidigungsdrohnen, weil die sind richtig eklig in der schieren Masse. Ja, vielleicht helfe ich mal ein bisschen. Ich meine, die wehren sich ja zwar. Tokio. Tokio? Ach, das ist das Nachtlicht. Ja. So, jetzt kommen wieder ein paar Verteidiger. Raptor. Ja, ich frage mich, wovon da jetzt so beschädigt ist. Ich nehme mal an, durch diese zerstörten ganzen Xenon-Schiffe werden das wohl die Verteidigungsdrohnen sein. Verteidigungsdrohne. Ja. Und das ist nicht nur eine hier. Vielleicht können wir uns in die Nähe vom Raptor retten. Wie gesagt, die Dinger sind richtig eklig hier. Ja, jetzt ist da noch eins hier. Das ist so ein Schiff, das hier landen will. Wie Gefahr. Warum bin ich nicht schwach hier? Alter. Komm immer mehr. Ich habe null Verschnaufpause. Alter Schäde, ja. Das gibt's ja wohl nicht. Eieieiei. Jetzt haben wir fahren die auf Fahrstuhl oder was? Katana. Warte auf freies Dock. Na warum? Du sollst doch angreifen. So, das startet Katana. Jetzt. Dockt ab. Ja, und dann? Was ist dein Auftrag? Ja? Kommen nämlich schon die nächsten hier. Fliegen? Oh Gott. Verteidigungsdrohne. Katana. Jetzt weiß ich nicht, warum er fliegt, ne? Da steht nur Fliegen. Wäre gut zu wissen, warum und so, ne? Gut, im All fliegt man halt. Oh ja, da geht wieder ein Modul kaputt. Da geht mir doch das Herzchen auf. Leider sieht... shit. Ich hau ab. Ich habe schon gesehen, jetzt kommen wieder ein Haufen Verteidigungsdrohnen raus. Tschüss. Macht mal allein euer Ding hier. Ja, das steht nämlich nicht da, wie viele Verteidigungsdrohnen dieses Teil hat. Also ich weiß es von meiner Schiffswerft. Da können locker ein paar hundert Verteidigungsdrohnen rauskommen. Je nachdem, ne? Wie groß das die Schiffswerft ist. Also ich glaube, ich kann, wenn ich auf andere Sachen verzichte, über 800 oder 900 Verteidigungsdrohnen rausballern. Ja, Hauptsache, die kommen jetzt nicht mir hinterher. Ne, die scheinen sich hier um die hier zu kümmern. Aber hier haben wir ja auch schon wieder welche. Uiuiuiui. Die wollen ja alle landen, ne? Was macht der hier überhaupt? Der fliegt ja auch drumrum, die Klapperschlange. Die macht nicht wirklich was. Okay, jetzt kommt die an. Angedockte Schiffe. Ne, das interessiert mich alles gar nicht. Ich will jetzt hier einfach nur wissen, was euer Auftrag derzeit ist. Schiff eskortieren, ja. Aber das steht ja nur da. Ihr sollt das ja auch beschützen. Was macht ihr hier überhaupt? Ihr sollt auch den Raptor... Okay. Wo ist das Nachtlicht überhaupt? Nachtlicht? Da bist du. Okay, und die koordiniert den Angriff auf die Station.
Ja. Alter, das sind viele Verteidigungsdrohnen. Also das mit dem Raptor, die scheint da. Ja, ich weiß nicht, was die machen hier. Ich kann ja. Der kümmert sich dann lieber um. Lass doch das Schiff einfach mal in Ruhe hier. Das stellt doch gar keine Gefahr dar hier. Das ist doch hier bloß so ein dummes Bergbauschiff. Ja, die sind hier in der Nähe von der Verteidigungsstation. Das soll überhaupt gar nicht hin. Das brechen wir mal hier alles ab hier. Ich glaube, da habe ich jetzt alles abgebrochen. Nee, das ist noch aktiv. Angriff koordinieren. Zwei Verteidigungsstationen noch. Scheiße. Ja, eine habe ich zerstört, ne? Da haben die doch noch eine zweite gebaut. Aber im Augenblick können wir auf die Verteidigungsstation keine Rücksicht nehmen. Das Hauptziel ist nach wie vor die Werft. Die ist am wichtigsten. Xenon Verteidigungsstation. Und ich denke mal, wenn wir die jetzt knacken, es ist durchaus möglich. Werden wir uns ohnehin erstmal zurückziehen müssen, erstmal. Und uns da, ja, eine Platte machen und natürlich unsere Truppen verstärken müssen. Also die Flotten. So. Verteidigungsdrohne. Oh ne, wir brauchen ein bisschen Halt. Brauchen mehr Geschwindigkeit hier, das wird hier nichts. Ja, jetzt ist zu spät. Ich habe gesagt, wir brauchen mehr Geschwindigkeit. Shit. Weg, 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 weg. Klapperschlange. Ja, du hast doch eh nichts zu tun. Kümmere dich mal hier ein bisschen um die. Immer schön hinterm Schiff verstecken hier. Jo. Oh, jetzt kommen noch mehr. Tschüss. Das nennt man auch einen taktischen Rückzug. Ja, die Klapperschlangen können schön austeilen, aber die stellen sich ein bisschen feige an hier. Die arbeiten auch nicht wirklich effektiv. Klar, die sollen jetzt hier einfach nur den Raptor eskortieren. Aber damit scheinen sie auch schon ein bisschen überlastet zu sein. Chimäre wurde vernichtet. Ach, Leute, 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 was macht ihr? Die wollen schon wieder landen hier irgendwo, oder was? Hier, die kommen schon wieder zurück. Ich weiß nicht, ob sie sich da reparieren oder sowas. Ja, auf jeden Fall ist die Schiffswerft schon zur Hälfte kaputt und das ist schon mal ein sehr gutes Zeichen. Das läuft gut. Allerdings wird hier könnten die noch ein bisschen mehr Unterstützung brauchen oder die hier müssten sich mal ein bisschen bewegen hier, aber ja. Das Schild ist noch gut. Kann man von der Hülle nicht behaupten. Was ich blöd finde, du kannst hier ja den Befehl geben, versorge und repariere angedockte Schiffe, aber das Problem ist, selbst wenn du jetzt hier, also wenn das jetzt voll ausgelastet ist, na, wenn ja alle Schiffe an Bord sind, hier passen ja etliche Schiffe drauf. Da musst du ja wirklich für jedes Schiff einzeln reparieren. Aber ich glaube, wenn die an Bord sind, reparieren die das von alleine. Weil dieses, der Schraubenschlüssel hier, der ist immer ausgegraut. Und ich denke mal, die fliegen zurück, reparieren sich dort. Und heben wieder ab. Und das halt mit dem manuell, das ist halt offenbar halt nur optional. Wäre ja auch ziemlich blöde, wenn du jetzt eine richtig große, fette Flotte hast, ne? Und mit mehreren hundert. Honigfresser wurde zerstört. Aber was ich für einen Verschleiß habe an Bergbauschiffen, das ist nicht feierlich. Klapperschlange, ja. Ja, die halten nichts aus. Also die Splitschiffe, das ist traurig, ne? Und vor allen Dingen,
Die haben ja nun schon terranische Schilde. Das sind ja die stärksten hier drin, ne? Das scheint überhaupt null Effekte zu haben. Null. Die Split-Schilde sind mega schwach. Und da dauert das irgendwie genauso lange. Was ich am geilsten finde, ist, Tokio. dass dieses Nachtlicht hier immer schön Abstand hält. Wenn es wirklich mal brenzlig wird, wird der Booster angeschmissen. Ich hab dich erwartet. Narr. Verteidigungsdrohne. Ah, die ist noch schön weit weg. Die Verteidigungsdrohne. auch. Ach, das ist doch ja ganz entspannt. Noch. Na, warte mal, bis das Raumdock hier wieder ein paar Schiffe bereit hat. Hier zum Beispiel sind welche gestartet. Überfallgruppe, die kommen jetzt zu uns. Na, das P-Schiff hier, das mache ich mal weg. Also das Raumdock stellt jetzt auch nicht so eine Mega-Gefahr dar. Aber die können natürlich auch giftig werden. Es ist halt einfach nur die schiere Masse. Und beim Raum, bei der Schiffswerft sieht die ganze Geschichte ein bisschen anders aus. Weil da kommen die richtig hässlichen großen K- und I-Schiffe her. Und das möchte ich ja verhindern. Hat man ja vorhin gesehen, ich bin ja beinahe hops gegangen da. So. Dippe. Komm hier, wir gönnen uns mal den Luxus, den Booster anzuschmeißen kurz. Torpedo und tschüss. Alter, haben die Torpedos abgeschwächt oder was? Was willst du denn? Also ich an der Stelle der Xenon würde so langsam mal abhauen. Osaka. Ja, die Osaka macht es auch nicht schlecht. Aber die greift natürlich auch die kleinen Schiffe an. Das ist jetzt nicht unbedingt das, was effektiv ist. Das würde ich dann doch eher den kleineren Schiffen überlassen. So. Ja, ihr steht hier lustig rum, ne? Raptor. Raptor, Alter, den siehst du ja schon im, den siehst du ja bis zum nächsten Sonnensystem, wenn er ja mal abfeiert hier. Lol. Ja, der ist eben sehr langsam und behäbig. Das ist eben, das ist der Nachteil an dem Ding. Und natürlich die schwachen Schilde. Selbst wenn da jetzt Terraner-Schilde drauf sind. Das Ding ist eigentlich perfekt, um auf Abstand zu gehen und da eine Station anzugreifen. Klapperschlange. Eine klapprige Schlange. Ja, gut, die räumen hier die Außenbereiche ein bisschen auf. Das finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht, weil von hier oben ja immer wieder so kleine Scharmützelteams kommen. Wie hier zum Beispiel ist wieder ein M-Schiff und hier kommt da auch noch ein N-Schiff. So. Gut, Leute, ich denke mal, das mit dem Koordinieren, das können wir jetzt uns langsam schenken. Wir werden jetzt das Ganze mal abbrechen. Wieso kann ich das nicht abbrechen? Ich muss erst hier irgendeins von diesen Fädchen finden. So. Und jetzt angreifen. Alle Mann. Auch die Putzfrauen. Die kleinen Dinger hier, die sind keine Gefahr. Die können wir nebenbei noch so wegmachen. So, und jetzt habe ich den Befehl gegeben, diese Schiffswerft anzugreifen und zwar mit einem Frontalangriff. Ja, die kleinen Dinger hier, das ist jetzt hier. Ups, Pillepalle. Das hält nur unnötig auf. Haltet euch gar nicht damit auf, ignoriert die. Die mache ich unterwegs, die kratze ich euch vom Rücken runter. Ist gar kein Problem, ja. Kümmert ihr euch nur um euren Hauptauftrag? Jetzt starten hier. Uiuiui. Jetzt starten hier die Raptor-Schiffe. Darauf habe ich doch die ganze Zeit gewartet. So, die Schiffswerft ist, so wie ich das sehe, nahezu entwaffnet. Und jetzt sieht man auch schon, jetzt geht das richtig ab hier. Xenon Schiffswerft.
Okay, die Hülle ist noch bei 36%. Und hier sehe ich jetzt auch Einheiten. Entweder ich habe das voll übersehen oder keine Ahnung. Auf jeden Fall, die hatten nur 120 Verteidigungsdrohnen. Jetzt haben sie noch 31 Schiffe. Ich weiß auch nicht, ob das zusammengefasst ist, ne? Weil die haben ja auch Baudrohnen und sowas. Ob die da mitzählen? Weil die holen dann auch immer gerne mal diese Baudrohnen raus. Verzweifelt versuchen sie dann zu reparieren, was überhaupt gar nicht mehr zu reparieren ist. Weil der Raptor ist wirklich ganz gemütliches, ne? Ganz gemütlich macht er das. Klapperschlange. Dann haben wir hier noch. Tokio. Das ist das Nachtlicht, okay. M. Haltet euch doch gar nicht auf, Mensch. Na, 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 na. Macht ihr hier schon wieder ihr Friendly Fire oder was? Das sieht ziemlich knapp aus, was ihr hier veranstaltet. Ah ja, gut, er schießt auf die Station. Ich muss mich auch mal ein bisschen davor hüten, dass ich hier jetzt auch noch hier reinfliege. Ja, also ganz ehrlich, das ging leichter oder schneller als ich dachte. Leichter jetzt nicht unbedingt, aber schneller. Und ich finde das ansonsten mit diesem koordinierten Angriff eine gute Sache, ne? Die stehen nicht blöde, sondern die versuchen da wirklich auch die Formation zu halten. Und wenn ich jetzt hier den Frontalangriff mache, stehen die auch ganz günstig. Also die haben da schon eine gewisse Grundordnung. Das habe ich bei vorherigen Versionen von habe ich das hier schon anders erlebt, ne? Dass die da so sich gegenseitig abschießen oder gar nicht schießen oder einen Wendekreis von 500 Kilometern haben. So, die Hülle ist bei 18%. Ja, die Terraner-Schiffe haben aber auch einen richtigen Wumms hier. Das sind diese Waffenbatterien. Ja, wo ballerst du jetzt hin? Diese Terraner-Waffenbatterien, die sind richtig fies, ne? So, oh ja, warte mal. Jetzt kann ich noch gleich mal gucken. Eine Drohne. Na, die sind schwer zu treffen, die Teile hier. Es steht immer noch 31 von 120. Aber ich habe jetzt zwei Baudrohnen. Immer noch? Nee, immer noch 31. Ja, da müssten doch aber die Verteidigungsdrohnen. Was? Aber bitte nicht hier bei mir. Ja, und die Verteidigungsstation ist ja gleich in der Nachbarschaft. Oh. Weg. Das war wohl nichts. Weg, 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 weg. Wir kommen, ja. Hier aus der Verteidigungsstation, da kommen auch. Ich fliege auch noch genau drauf zu. Da kommen jetzt auch noch Verteidigungsdrohnen. Da waren wir wohl jetzt ein bisschen zu dicht dran. Und das könnte jetzt natürlich nochmal richtig ekelhaft werden. Ja, hier sind auch wieder welche. Jo, hier waren welche. Au! Hä? Sind die jetzt alle mit einem Schlag weg? Oh, jetzt ist es platt. Oh, ich bin ja schon wieder Milliarden Lichtjahre weg hier. Die ist weg. Ich glaube, wir haben es geschafft, Leute. Erwarte Befehle. Wunderbar. Das ist wunderbar, Leute. Ja, ihr habt die Schiffswerft vernichtet. Okay, hier haben wir noch kleinere Scharmützel, aber das spielt jetzt keine Rolle. Jetzt kommen wir. Ja, jetzt kommt ihr auf mich zu hier. Nix gibt's. So, da haben wir Reparaturdrohnen. Ja, das dachte ich mir doch jetzt hier. Weg hier. So, ich rette mich jetzt mal hier zum Nachtlicht. Tokio. In Andock-Warteschlange Ja, eingereiht. nee. Habe ich hier keine Privilegien? Ihr kommt, helft mir mal.
Ich hab die mal zu euch gelockt, ne? Ich gönn euch mal. Shit. Jetzt hat die scheiß Verteidigungsstation aber einen richtig scheiß Fehler gemacht. Jetzt haben die extra ein paar von ihren eigenen Verteidigungsdrohnen hier abgestellt. Und das ist für mich eigentlich auch das Zeichen. Ja, willst du dich hier verstecken hier, ne? So, ich schieße nicht auf mein eigenes Schiff, da bin ich gar nicht pingelig. Oh, ich bin ja richtig irre, hä? Folgt mir! Wie sieht's denn da aus? Habe ich noch die Landeerlaubnis-Sache laufen, oder? Darf ich noch landen? Halt! Ich lande jetzt. Ach nee, du willst jetzt gerade landen. Ja, komm hier, wir wollen uns jetzt gar nicht lange aufhalten. Die Verteidigungsstation hat nämlich einen taktischen Fehler gemacht. Und schickt nämlich ihre ganzen Verteidigungsdrohnen hier, ja? Ich weiß nicht, ob das... Ja, hier sind natürlich auch noch eine, aber die hier hat jetzt die meisten abgeschickt. Deswegen greifen wir die jetzt auch gleich an. Ja, hier, ne? Von dem Raumdock kommen jetzt immer wieder solche kleinen Schiffchen. Und bei dem Nachtlicht fühle ich mich natürlich auch mit am wohlsten, weil das ziemlich viel aushält. Keine Ahnung, warum das jetzt so wenig Schild hat. Ja, vielleicht hat es geboostet. Ja, es boostet. Und genau das will ich ja eigentlich nicht. Dass das, dass die Schiffe hier boosten. Das macht gar keinen Sinn. Ja, da geht nur unnötig Schild runter. Aus Kampf zurückziehen. Ey, das geht mir so auf den Sack. Wie kann ich das abstellen? Ich will nicht, dass die boosten. Das konnte man doch mal abstellen. Jetzt macht er sein... Ja, aber... Macht er sein ganzes Schild leer, obwohl wir jetzt eigentlich auf dem Weg zu dieser Verteidigungsstation sind. Ich bleibe jetzt hier auch im Schiff drin, weil wenn ich jetzt aussteige, packt ja das Schiff ins innere Lager und wenn ich es brauche, dauert das eine Weile. Hm, ich weiß nicht, kann ich mein Schiff hier reparieren? Nee, ne? Ich glaube, ich kann auch... Ah, hier könnt ihr... Ja, er braucht dafür einen Haufen Zeugs, was er nicht hat. Ja, scheiß drauf jetzt. Lass mal das. Ich brauche jetzt auch nicht dringend Raketen. Nicht für den Auftrag hier, den ich hier mache. So. Ja, jetzt sind die auf der verkehrten Seite. Das ist die verkehrte Verteidigungsstation. Seht zu, dass er da wegkommt. Auf der anderen Seite, die locken jetzt natürlich auch wieder diese Verteidigungsdrohnen von dieser Station an. Aber wir brauchen... Wir brauchen auf jeden Fall genug Ablenkung und kleine Schiffe, um diese Verteidigungsstation platt zu machen, denn die ist ja nicht gerade leicht bewaffnet. Es ist ja eine Verteidigungsstation. So, und ich würde sagen, wir beschließen diesen Teil und würde sagen, bis bald. Es geht heiß weiter.